Was ist die richtige Strategie, wenn man sich eine neue Kaffeemaschine kaufen möchte? Ich bin der Jürgen, bin ein Röster und ich erzähle dir alles über Kaffee. Wir erreichen ja jeden Tag Fragen von euch zum Thema Maschine. Ihr habt euch eine Maschine gekauft und irgendwie seid ihr mit dem Ergebnis nicht so richtig zufrieden. Es ergeben sich dann so seltsame Dinge, dass die Maschine ungleichmäßig aufheizt, dass also beispielsweise der Druck viel zu hoch ist, keine vernünftige Extraktion passiert. Man selbst an der Maschine schon verschiedene Einstellungen probiert hat und irgendwie man zu keinem richtigen Ergebnis kommt. Oft habe ich den Eindruck, dass es nicht an den fehlenden Fähigkeiten von euch liegt, sondern wenn man das also irgendwie feststellt, wenn man alle Tipps, die ich auch hier immer gerne weitergebe, schon beachtet hat und man am Ende des Tages immer noch kein vernünftiges Ergebnis erzielen kann, dann sollte man auch immer in Betracht ziehen, dass tatsächlich die Maschine ihren Bodenschaden hat. Und deswegen denke ich auch, dass es auch sinnvoll ist, wenn man sich eine teure Maschine kauft mit Mühle zusammen, dass man sich einen Händler sucht, der zum einen in der Lage ist, auch das Ding bei Bedarf dann auch zu reparieren, dass er eine eigene Werkstatt hat. Oder dass ihr auch im Vorfeld, so wie wir das eben auch machen, gemeinsam mit euch diese Maschine in Betrieb nimmt im Laden. Fragen stellen kann zur Maschine, zur Handhabung und man eben auch vor Ort, bevor man das Ding nach Hause schleppt, auch wirklich auf komplette Funktion überprüft. Ich denke, das vermeidet einfach ganz, ganz viel Ärger und vor allen Dingen zeigt es eben auch die Seriosität des Händlers. Also wenn er sich darauf einlässt, also wenn ihr 2.000 bis 3.000 Euro für so eine Maschine ausgibt und er sich dann irgendwie weigert, sagen wir mal, diesen Service irgendwo zu bieten, dann würde ich auch sagen, Finger weg davon. Weil wenn der nicht hinter seinen eigenen Produkten steht, dann würde ich da auch tatsächlich nichts kaufen. So vermeidet ihr auf jeden Fall daheim einmal Enttäuschung und ihr habt dann zu Hause ein Top-Gerät, was ihr auf jeden Fall schon mal im Laden getestet habt und die volle Funktion letztendlich dann auch zur Verfügung steht. Ansonsten sag mal, quält ihr euch da rum, stellt euch Fragen, habe ich jetzt alles falsch gemacht, woran liegt das letztendlich? Also wirklich mein Tipp, sucht euch einen vernünftigen Händler, damit ihr dann, sag ich mal, die Probleme nicht zu Hause habt, weil es ist einfach mehr als ärgerlich, Maschinen hin und her schicken zu müssen. Ihr habt einfach eine Menge Ärger. Es geht sehr viel Zeit ins Land, bis ihr die Maschine dann vielleicht wieder da habt oder ihr bekommt die Maschine zurück ohne Fehlerbefund etc. pp. Auch das gibt es ja letztendlich. Deswegen kann ich euch wirklich nur raten, sucht euch einen seriösen Fachhändler und schaut nicht immer auf den letzten Euro, wenn ihr sowas einkauft. Prost!